Steigende Zinsen, eine Rezession, schwache Unternehmensdaten, das alles sind Faktoren, die dafür sorgen können, dass die Börse in einen Bärenmarkt abrutscht. Es gibt aber meines Erachtens weitaus größere und bedeutendere Entwicklungen, die zu einem Aktienmarkt führen können, der anders aussieht, als wir das in den letzten Dekaden gewohnt waren. Die größte Gefahr für den Aktienmarkt der nächsten Jahre, die möchte ich in diesem Video heute für euch besprechen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, wir werden gleich schauen auf die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, und wir werden über den Petrodollar sprechen. Und ich weiß, dass bei diesen beiden Begriffen ganz häufig die Assoziation einer Verschwörungstheorie kommt. Genau deshalb schauen wir auch zuerst auf die Fed und dann auf den Petrodollar, weil es so wichtig ist zu unterscheiden zwischen einer Theorie und zwischen der Realität, die so stattfindet und die sich jetzt gerade auf eine Art und Weise verändert und insbesondere in einer Geschwindigkeit, wie man das vor einigen Monaten sich noch nicht hätte vorstellen können. Legen wir direkt los und das machen wir direkt bei mir auf dem Bildschirm. So, die Struktur der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, hat mit dem Video und der Beantwortung der Frage, was aus meiner Sicht die größte Gefahr ist, für den Aktienmarkt wenig zu tun. Damit man aber versteht, worum es mir geht, muss man unterscheiden zwischen einer Verschwörungstheorie und Fakten. Und die Federal Reserve ist aufgrund ihrer Struktur häufig bereits der Inhalt bzw. der Ausgangspunkt für viele Verschwörungstheorien gewesen. Warum? Weil dann am Beginn dieser Verschwörungstheorie erläutert wurde, dass in Wahrheit die Federal Reserve ja gar keine staatliche Organisation sei, sondern in Wahrheit sind es Privatbanken, die diese Organisation beeinflussen und am Ende des Tages, darum geht es ja in den allermeisten Fällen, dafür sorgen, dass die Reichen noch reicher werden bzw. ihren Reichtum erhalten. Dazu stelle ich in diesem Moment fest, und ich glaube, es gibt zahlreiche Belege dafür, das hat überhaupt nichts mit der Fed zu tun, sondern das ist die Konsequenz aus jeder kapitalistischen Entwicklung. Das ist das Problem des Kapitalismus an sich. Wir sprechen sehr häufig von der sozialen Marktwirtschaft. Ich könnte aber hier jetzt eine Umfrage machen. Vermutlich würde mein Beliebtheitsgrad dann für den Moment auch nicht gerade steigen. Wie viele Menschen bereit wären, 5% mehr Steuern zu bezahlen, wenn damit die Sozialhilfe erhöht würde? Oder der Mindestlohn? Sucht euch etwas aus. Und dann gäbe es eine rege Diskussion darüber, wer eigentlich schuld ist an dieser Situation, und die sollten doch lieber. Letztlich ist soziale Marktwirtschaft eine Idealvorstellung, der man sich annähern kann, die aber in den seltensten Fällen erreicht wird, die bei uns im Land im Vergleich zu vielen anderen Ländern passabel umgesetzt wird. Aber wenn wir uns die USA anschauen, und das mache ich jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ich stelle einfach nur fest, dann sind die Ungleichheiten dort sehr, sehr groß. Je kapitalistischer die Ausprägung, desto höher der Wohlstand derer, die davon profitieren, desto größer allerdings die Nachteile derer, die nicht davon profitieren. Das hat auch etwas mit Geldentwertung zu tun und damit zu tun, dass es gewisse Mechanismen gibt, die muss man verstanden haben in der Investition, dann kann man davon profitieren, zumindest aber sein Vermögen erhalten. Wenn ich aber nichts habe, was ich investieren kann in Sachwerte verschiedenster Art, dann wird mein Abstand, mein Nachteil gegenüber denjenigen, die investieren können, immer größer. Und in den USA erleben wir das, dass letztlich 0,5-0,1% der Gesellschaft fast das komplette Vermögen in ihren Händen halten, zumindest mal im Vergleich der restlichen 99 oder gar 99,9%, den ganz, ganz großen, überwiegenden Teil. Und das ist das Problem des Kapitalismus. Wir können an dieser Stelle auch festhalten, dass alle anderen nicht-kapitalistischen Systeme bisher gescheitert sind, obwohl ja grundsätzlich die Idee einer gerechten Verteilung eine gute ist. Das ist aber letztlich genau die Beschreibung der Realität.
Wir haben noch nichts Besseres gefunden. Vielleicht passt der Kapitalismus am besten zu der evolutionären Phase, in der wir gerade sind. In der die meisten Menschen darauf achten, was für sie gerade gut ist, beziehungsweise Mitgefühl dort endet, wo, oder sagen wir, die Bereitschaft, andere zu unterstützen, dort, wo es mich dann schädigen würde oder weitere Generationen von mir und so weiter. Also der Erhalt unseres eigenen Status quo steht häufig im Vordergrund. Deswegen passt der Kapitalismus momentan am besten zu uns. So möchte ich das mal formulieren. Das ist keine Verschwörungstheorie. Und dass die Fed keine rein staatliche Organisation ist, das behauptet sie im Übrigen auch nicht. Wir sind hier auf der Seite der Federal Reserve und hier steht unten, dass das Federal Advisory Council, ja, hört sich an, als hätte ich was getrunken, da sitzen also 12 Repräsentanten der privaten Bankenindustrie drin. Dafür braucht es keine Verschwörungstheorie. Das ist so, da steht sogar auf Wikipedia. Ja, auch die Kritik, da kommen wir gleich zu, das ist der Wikipedia-Eintrag der Federal Reserve. Und hier steht, es ist eine staatliche Institution mit privaten Anteilseignern. Die erhalten sogar Dividende, diese privaten Anteilseigner. Und auch die Kritik daran ist nicht neu. Zum Beispiel Ron Paul, der ein oder andere wird sich an einen Präsidentschaftswahlkampf erinnern, hat immer wieder bemängelt, dass der privatwirtschaftliche Einfluss dieser Mitgliedsbanken letztlich zu groß ist auf die Geld- und Zinspolitik der USA. So, Feststellung, keine Verschwörungstheorie. Das ist mir deshalb so wichtig, das zu betonen, weil es einen anderen Begriff gibt, der ebenfalls keine Verschwörungstheorie darstellt, aber in fast allen Verschwörungstheorien rund um die USA eine Rolle spielt. Und das ist der Begriff des Petrodollars. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Es gibt dazu sogar einen Eintrag und der ist ziemlich richtig. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, die Geschichte des Petrodollar ist eine, die letztlich unrühmlich ist für die USA. Deswegen gibt es auch den einen oder anderen immer mal wieder, und ich sage jetzt nicht lancierten, vielleicht auch aus Überzeugung geschriebenen Artikel, zum Beispiel hier aus Forbes, ja, von 2018, warum der Petrodollar ein Mythos ist und der Petro-Yuan reine Fantasie. Nee, der Petrodollar existiert und er ist ganz wesentlich für den Wohlstand der USA seit dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Das war im Übrigen in der Vergangenheit auch schon für andere Nationen, sprechen wir gleich noch drüber, der Fall. Und hier wird also in Gablers Wirtschaftslexikon erklärt, was der Petrodollar macht. Und man muss das einfach verstehen. Dann versteht man die Geopolitik der USA und dann versteht man auch, was makroökonomisch hier jetzt passieren kann und warum die Gefahr so groß ist. Der Begriff Dollareinnahmen aus dem Verkauf von Erdöl. Wir sagen Rohstoffe. Wesentliche Einnahmequelle in ressourcenabhängigen Volkswirtschaften, zum Beispiel Iran, Irak, Nigeria, Russland, Venezuela, halt die engsten Verbündeten der USA. Seine Funktion: Seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Handel mit Rohöl, / Rohstoffen, vorwiegend in US-Dollar abgerechnet. Auch, und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn das Rohöl in wesentlichen Teilen gar nicht aus den USA kommt. Es geht darum, dass bei jedem abgerechneten Barrel Dollar benutzt werden. Eben nicht mehr überall. Seit vergangener Woche ist es offiziell, dass die Rohstofflieferungen nach China jetzt in Yuan abgerechnet werden. Alle, sowohl Öl als auch Gas. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die aktuelle Politik, denn die Bedeutung des Petrodollars, die große und konstante Abhängigkeit der Weltwirtschaft vom Rohöl, hat zur Folge, dass der Wechselkurs jedes Landes gegenüber dem US-Dollar eine entscheidende ökonomische Größe ist. Genau, schließlich beeinflusst er in großem Maß die Rohstoffpreise eines Landes. Nicht nur, denn er verursacht die fast ausschließliche Dollarfaktorierung, Verbindlichkeiten der US-Zentralbank gegenüber den erdölexportierenden Ländern in enormem Umfang, da diesen Ländern durch den Ölexport große Dollarbestände zufließen. Das ist entscheidend, auch für die Geopolitik. Wer sich fragt, warum die USA immer wieder im Nahen Osten militärisch aktiv werden, warum die USA den größten Militäretat der Welt haben, der bekommt hier die Antwort. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das wird vermutlich auch in den USA keiner, ich habe auf einer Pressekonferenz mit Joe Biden, könnt ihr das nicht fragen, aber niemand wird dem widersprechen. Es ist entscheidend, dass Rohstoffe in Dollar
abgerechnet werden. Was kann das Land machen, dem dann Dollar zufließen? Was kann Venezuela machen? Es kann natürlich seine Dollar umtauschen. Dadurch sorgt es automatisch dann für eine Aufwertung der eigenen Währung. Ja, wenn ich Dollar bekomme und diese Dollar wieder zurücktausche, dann habe ich sozusagen Dollarangebot, Dollar wird schwächer und meine eigene Währung wird stärker. Das will ich aber als exportierendes Land nicht. Was ist die andere Möglichkeit, was ich mit meinen Dollars machen kann? Und das ist die Antwort darauf, warum seit dem Zweiten Weltkrieg der US-Aktienmarkt am besten gelaufen ist. Ich kann in Dollaranlagen investieren. Was ist der ganz große Vorteil, wenn ich die einzige verbliebene Reservewährung auf diesem Planeten als Teil meiner wirtschaftlichen Supermacht nutzen kann? Ich kann mich quasi unbegrenzt verschulden. Auf Dollarbasis können sich die USA, wenn sie wollten, unbegrenzt verschulden. Und das ist ein gewisser Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Rest der Welt. Und bei diesem Wettbewerbsvorteil achtet man natürlich möglichst auch darauf, dass er bestehen bleibt. Das hier ist eine sehr interessante Studie des Internationalen Weltwährungsfonds, des IMF. Und diese Studie beschreibt die Erosion der Dollardominanz. Dazu muss man wissen, dass der IMF in der Vergangenheit sicherlich nicht US-kritisch gewesen ist. Ja? Und wir schauen uns nun mal zwei Studien an, zwei Grafiken aus dieser Studie, die sehr aktuell ist. Und sehen hier, wie die Reserve, dieser Reservestatus des US-Dollars nachlässt. Und ich würde mal behaupten, ich habe es eben schon gesagt, der IMF ist sicherlich nicht sonderlich Dollar- oder US-kritisch. Diese Entwicklung dürfte in der Realität vielleicht sogar noch etwas ausgeprägter stattfinden. Gucken wir mal auf zwei andere Grafiken. Wenn ihr Lust habt, ist frei erhältlich, ja. International Monetary Fund, und den Titel habe ich euch gerade gezeigt. Könnt ihr selber googeln und euch mal durchlesen. Also die Dollardominanz auf dem Planeten, die lässt nach. Und das ist Teil einer sich verändernden Weltordnung, Fragezeichen. Jetzt sprechen wir über die Zukunft und damit weiß ich natürlich nicht, was passieren wird. Ich kann es nur annehmen und ich möchte euch hier von Ray Dalio etwas zeigen. Ja, das ist so, hier haben wir es. Ich lasse mal ganz kurz laufen. Das ist die auch. So, jetzt kommen wir jetzt zu dem ganz, ganz großen Schuldenzyklus. Da ist er. Das Video ist im Übrigen sehr, sehr empfehlenswert. Ja, Principles by Ray Dalio ist hier die Quelle. Es gibt auch ein Buch dazu. Diese 45 Minuten sind im Übrigen Geschichtsunterricht, den sich jeder Börsianer, der ein bisschen an Makroökonomie interessiert ist, gönnen sollte. Ob der große Schuldenzyklus, wie Ray Dalio ihn nennt, jetzt 60, 70 oder 80 Jahre andauert, wir können es immer wieder entdecken. Und in diesem, um diesen großen Schuldenzyklus herum gibt es im Prinzip kleinere Schuldenzyklen. Und wir spüren jetzt gerade, dass ein kleinerer und ein großer zu Ende gehen. Und das ist eben aus Sicht von Ray Dalio vermutlich mal der Ausgangspunkt für eine Changing World Order, also für eine sich verändernde Weltordnung. Und das kann nicht geräuschlos vonstatten gehen. Ja? Eine Nation strebt auf Frieden, Wohlstand, Produktivität. Dann gibt es langsam diesen Hochpunkt dieses Zyklus. Dann gibt es, das ist auch der Moment, wo das Land den meisten Reichtum, den meisten Einfluss innehat und so weiter. Und dann, das ist eine Phase, die immer noch als eine wahrgenommen wird, in dem die betreffende Nation, es gab mehrere, die diesen Zyklus durchlaufen haben, dann immer noch die mit dem größten Einfluss auf diesem Planeten ist. Aber es gibt mehr und mehr Financial Bubbles, also finanzielle Blasen, so wie wir es erlebt haben. Dann wird Geld gedruckt. Es muss immer mehr Geld gedruckt werden, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Dann spüren wir Revolutionen. Im Übrigen haben wir das in den USA in Form eines Bürgerkriegs auch schon mal erlebt, weil eben am Ende einer großen Sättigungsphase des Kapitalismus ganz wenige einen Großteil des Vermögens halten und damit natürlich die Allgemeinheit andere Ziele verfolgt. Das kann dann zu Bürgerkriegen führen, das kann auch zu anderen Kriegen führen. Und wir kommen jetzt,
Stichwort The Fourth Turning, wer das Buch vielleicht schon mal in der Hand gehabt hat, ist kein ganz einfacher Stoff, aber sehr lebenswert. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo eine andere Nation aufstrebt und die USA als derzeit letzte verbliebene Supermacht auf diesem Planeten vermutlich eher in diesen Downturn begriffen ist. Das muss nicht zwangsläufig zu einem Weltkrieg führen. Also bitte hier keine Sorge. Ja? Es gab auch schon solche Big Cycles, also solche Schuldenzyklen, die dann nicht immer gleich in einem Weltkrieg mündeten, aber sehr häufig in einer sehr, sehr unruhigen Phase. Weil man es auch ganz einfach erklären kann, dass hier ist ebenfalls aus dem Principles Buch von Ray Dalio, dass natürlich die bestehende Weltmacht herzlich wenig Interesse daran hat, ihren Status aufzugeben. Und man kann über China denken, was man will, und wir sollten es auch sehr kritisch sehen. Und ich bin absolut d'accord, dass wir nicht einfach klaglos hinnehmen, wie China unsere Werte komplett ignoriert. Ja? Aber wenn wir es wirtschaftlich uns anschauen, dann ist es nur eine Frage der Zeit von 2 bis maximal 5 oder 6 Jahren, in denen China die Nation sein wird, die das größte Bruttoinlandsprodukt stellt. Momentan sind das noch knapp die USA. Es kommt ein bisschen darauf an, welche volkswirtschaftlichen Ströme man da reinrechnet. Aber nach klassischer Rechnung ist das Bruttoinlandsprodukt der USA noch höher als das der Chinesen. Das wird sich aber ändern. Das ist schon jetzt nicht mehr aufzuhalten. Und das geht natürlich nicht geräuschlos vonstatten. Und ich glaube, dass gerade diejenigen, die sagen, also da die USA werden sie schon wissen, sich zu wehren, und China wird völlig überschätzt und so weiter. Es geht mir hier nicht um Investments. Es geht mir hier um Strömungen, die dafür sorgen, dass es an der Börse auch mal ganz schön rumpeln kann. Und dass man nicht insbesondere hier am Aktienmarkt nur auf nordamerikanische Aktien setzen sollte. Ja, das hier, dieser große Cycle, sieht so aus, für gerade für viele Jüngere wahrscheinlich, wo man sagt, ja, im Mittelalter waren die Engländer auch mal ganz groß, habe ich gesehen auf Netflix. Ja, diese Top-Phase, das war 1920 bis in die 20er Jahre hinein, war Großbritannien, das British Empire, das größte Reich, auf was wir jemals auf diesem Planeten gesehen haben. Das war nicht im Mittelalter. Das war noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts so. 1/5 der Weltbevölkerung sprach offiziell Englisch. 1/5 der Landmasse auf diesem Planeten gehörte zu Großbritannien. Das hat es vorher nie gegeben und das hat es im Anschluss auch nie wieder gegeben. Und hier sehen wir noch den Aufstieg des Niederländischen Reiches, ja, eine große Handelsmacht auf dem ganzen Planeten. Davor wäre noch ein ganz, ganz großer Bogen zu ziehen. 500 Jahre lang hat Spanien bzw. die spanische Armada diesen Planeten dominiert. Die USA, damals allerdings nur bewohnt durch, nur in Anführungszeichen, also unter wirtschaftlichen Aspekten nicht so interessant, durch einige indigene Völker, aber auch Asien sehr weit entwickelt, Ozeanien, Europa, alles fest in spanischer Hand. Falls sich jemand fragt, warum sprechen eigentlich so viele Völker in der Welt immer noch Spanisch? Das rührt daher, einer der größten Kolonialmächte unserer Geschichte. Und jetzt sehen wir wieder vermeintlich einen Zyklus, der sich seinem Ende nähert. Und ich finde, das, was aktuell passiert, passt sehr, sehr gut zu dem, was Ray Dalio hier in seinem großen Schuldenzyklus beschreibt. Und das ist meines Erachtens, ich habe euch hier in der letzten oder vorletzten Woche schon von der Credit Suisse einen Artikel gezeigt. Das ist meines Erachtens das, was hier Zoltan Postschar auch beschreibt. Bretton Woods 3. Das geht ein bisschen mehr ins Detail. Es geht darum, ich finde, er fasst es hier sehr schön zusammen, you can print money. Du kannst Geld drucken, aber du kannst kein Öl drucken oder Energie oder Weizen zum Essen. Das alles kannst du nicht drucken. Wir erleben derzeit, dass Rohstoffe die Währung auf diesem Planeten werden. Wir erleben, dass die Bedeutung des US-Dollars zum Teil auch durch die vermutlich strategisch nicht sauber durchdachte Maßnahme, einfach mal 300 Milliarden einzufrieren. Wir erleben auch, dass die Fiat-Währungen mehr und mehr an Bedeutung verlieren werden. Und das könnte diesen Prozess, den Ray Dalio hier beschreibt,
dieses Schuldenzyklus, das Ende der Macht des Dollars, das könnte diesen Prozess noch deutlich beschleunigen. Und genau das ist meines Erachtens das, was den Aktienmarkt am meisten belasten wird und vielleicht sogar könnte in den nächsten Jahren. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass das sich daraus überhaupt nicht ergibt, sich vom Aktienmarkt zu verabschieden. Aber man sollte diversifiziert in diesem Markt sein. Man sollte insbesondere in der einen oder Art, man muss jetzt keine Ölaktien kaufen. Wer aber Rohstoffe komplett aus seinem Depot raus hat und sagt, ich setze rein auf Technologie, der wird meines Erachtens keine überdurchschnittliche Rendite mehr erzielen in den nächsten Jahren. Es macht also Sinn zu schauen, wohin fließen die großen Währungen, beziehungsweise was sind die großen Währungen. Und darüber hinaus ist ein Depot nur mit US-amerikanischen Aktien nicht mehr die richtige Wahl. Das war zweifellos in den letzten Dekaden der Schlüssel zu außergewöhnlicher Rendite. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in solch einer Entwicklung, wenn wir uns sowas hier anschauen, das jetzt nicht dazu führt, das darf man sich nicht wie ein Chart vom Aktienmarkt vorstellen. Ja, in diesem Zuge der Auflösungserscheinung rund um Dollar und rund um auch vielleicht den Euro im weiteren Verlauf. Ja, meines Erachtens ist die große Währungsreform, die ansteht, eine, die anschließend digitale Währungen hat. Es geht nicht darum, dass wir mit Silber und Gold am Ende des Tages bezahlen. Das wird nicht passieren. Es wird vermutlich sich für uns auch nicht anfühlen wie eine neue Freiheit, sondern eher im Gegenteil. Aber hier geht es ja um Geldanlage und wie reagiere ich darauf? Und wer heute wirklich sagt, einen Großteil meines Vermögens halte ich in Dollar oder Euro, ich lege mir das mal ins Schließfach, wer weiß, Deflation, da muss man auch mal ein paar Währungen haben, der begeht meines Erachtens einen strategischen Fehler. Und die Folgen dieser Entwicklung können durchaus auch sein, dass wir so etwas wie einen Crack-Up-Boom sehen. Also es geht nicht darum, hier eine Crash-Ansage zu basteln. Ja, wenn Papiergeldwährungen unattraktiver werden, dann fließt Geld in Sachwerte. Und der Sachwert, der am schnellsten geht und wieder verkauft werden kann, sind Aktien. Daher sind die nächsten Monate unglaublich spannend. Und ich möchte natürlich auch im aktiven Handel hin und wieder darauf reagieren. Nicht um den ganz großen Crash zu erwischen, sondern weil man im aktiven Handel eben auch kleinere Zyklen ganz gut mitgehen kann und auf kleinere Trends reagieren kann. Und eine Dienstleistung, die ich euch quasi anbieten möchte, ist, dass ich morgen im Tradermacher-Kanal euch mal meine Crash-Marke, ja, die Marke, die meines Erachtens in den Indizes nicht unterschritten werden darf, dass ich die euch mal liefere. Und dann schauen wir uns das mal unter technischen Aspekten an. So, ich weiß, es war eine Menge harter Tobak heute und nicht ganz einfach zu verdauen. Das alles führt jetzt bitte nicht dazu, dass sie die Geldanlage einstellt. Im Gegenteil, sie ist wichtiger denn je. So, das war's für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns diese Woche nochmal wieder. Bis dann und ciao.